War ja ganz okay. Ah, ich bin in einem gespawnt. Hilfe! Du wirst angesogen gerade von denen. Ah. Alter, so viele chinesische oder japanische Symbole. Da habe ich aber viele in letzter Zeit, finde ich. Also ja, seit ein paar Tagen. Ich gehe mal davon aus, dass Gaijin höchstwahrscheinlich jetzt irgendwann mal vor kurzem deren Accounts umgeschrieben hat. Ein anderer meinte vorhin, dass der Server der asiatische dicht gemacht wurde. Ja, aber das ist halt eben auch schon etwas länger her jetzt. Ach so. So, und dann ging es darum, viele sind schon vorher abgehauen, deshalb wurden es auch vermehrt schon, also schon vor einem halben Jahr, dass es immer mehr wurden. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt offiziell wahrscheinlich die meisten Accounts umgeschrieben wurden, deshalb sind jetzt auch so viele chinesische Namen dabei. Ich verstehe nur nicht, wieso Gaijin da verdiene ich da separat dann einen Server aufmacht oder so. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass deren Internetverbindung hier so gut ist. Wahrscheinlich, soll mich ja nicht stören. Da ist was, genau. Krieg Laserwarnung. Der ist immer noch da. Ja, steht aktuell. Wir unten am Wasser fährt so ein scheiß 2S38, so ein scheiß Premium Pay-to-Win-Panzer. Ich hasse diese Dinger. Okay, der ist weg. Am Wasser, wie gesagt, genau, am Wasser. Vorsicht. Wir müssen aufpassen dann gleich, Stefan, dass der nicht von hinten dann kommt. Ist das eine Scheiße, ey. Ich hasse diese Premium. Hast du einen Marker, wo du abgeschossen wurdest? Ungefähr hier. Okay. Der Wiesel ist jetzt da unten. Na, der Wiesel weiß, wo der ist. Der versucht ihn jetzt zu bekämpfen. Der Wiesel hat ihn gesehen. Wiesel campt den jetzt quasi ab. Ja, wenn der sicher wäre, würde ich jetzt mal fix rüberfahren, aber... Der wird gecapt, das könnte jetzt der Typ sein. Da habe ich gesehen, hier. Zwei Stück kommen da rein. Oh, scheiße, ey, schon wieder die Munition am Brennen. Park erstmal hier, zack. Also Fabian, es sind zwei Stück bei C drin. Einen habe ich. So, kannst du mir noch helfen gerade? Geartig. Danke. Jetzt B, Vorsicht. Ah, der 2S, irgendwas ist weg vom Wiesel, sehr gut. Aber sie cappen nicht mehr C, was passiert? Nee, einen hatte ich da, aber sie cappen B. Können auch hier rüber schießen, Vorsicht. Ich versuche mal im C zu holen. Laser. Nervig. Drinnen C, Keppel. Scheiße, ich habe keinen Schaden gemacht. Querbeschluss oder was? Ja, Geschützverschluss ist kaputt. Er bleibt stehen. Denn? Er hat die Kette kaputt. Zu weit links geschossen. Er kann ihn nicht sehen von hier aus. Er ist weg. Wieder erobert, sehr gut. Ja, war klar, dann kommt eine Su-25 natürlich. Yo! Alles Pay-to-Win-Teile von den Russen. Naja, ist ja gerade im Angebot. Ja, ist auch das Schlimme. Ich weiß gar nicht, wie fliegt man die denn? Muss man da irgendwie... Die müssen ja irgendwelche Supermarketen. Er könnte nicht mehr schießen, sein Kanonenrohr ist rot. Fahrer nur! Gleiskette. Wo ist denn diese scheiß Su, ey? Ist das ein eigener Flieger? Ne, das ist ein Feindflieger. Ne, doch ein eigener. Ja, die Su macht mich auch wieder weg in meiner Flak. Sehr gut. Und ich krieg die nicht mal auf Radar angezeigt. Was ist denn das für ein Teil? War der zu niedrig oder so? Leck mir mal. Alter, das war fast ein Doppelkill. Da ist noch einer.
Der haut ab, nach hinten. Ist das ein Heavy? Ja, ist KV. KV, oh Mann, ey. Hä? Ach, die Su hat mich auch. Ich den KV nicht kaputt mit dem Treffer auf den Su. Kann den KV mal jemand hier wegmachen? Ja, ich bin von der nächsten Su weggemacht worden, das kann doch nicht. Sind zwei Sus. Oh, diese scheiß Premium-Fliegerei, ne? So, komm, Puma in den Schlacht und versuchen das nochmal da mit dem Flak. Wo ist diese Kack-Su da? Eines überm Wasser. Eines überm Wasser. Eines im Anflug gerade. Ich krieg keinen Vorhaltepunkt, warum nicht? Warum funktioniert dieser Vorhaltepunkt nie richtig? Eine ist hier vorne. Diese Kack-Sus, ey. Weil wir gewinnen, das fliegende Team verliert meistens. C, ne, A müssen wir hin noch. Ach, da steht doch irgendwo ganz hinten, irgendwo versteckt und Kackviech da. Wieder so ein 2S. Die sind doch nur Premium-Panzer im Spiel da gegenüber, ey. Oh. Bin nur an Premium-Fahrzeugen gestorben. Naja. Egal. Ich bin im Hangar und ich steig dann jetzt aus. Ich wünsche euch aber viel Spaß noch, ne? Jo, bis dann. War gut. Sehr gut. Ja, er hat mir aber auch schon schwer angeschossen. Gehe mal davon aus, der kommt bestimmt mit einer Flak nochmal wieder. Der bei B krieg ich auch nicht rein. Hast du den bei B? Nee. Nee, nee. Der war gerade gespawnt und hatte in meine Richtung geschossen. Und in deine auch. Den bei B, glaube ich. Oh, da kommt ein Feindflieger rein. Ist weg. Ob ich B gedecapt kriege. Scheiße! Die Su ist schon weg. Es war nicht die Su. Ich wollte gerade wieder abheben und umdrehen, weil da nämlich hier so ein Chinese war. Weil, weißt du, dieser QN. Mhm. Der kam direkt nach B reingefahren. Ich halt mal Ausschau nach... Oh, da ist eine Flak.
bei Flieger drin. Ja. Wir sind so weit oben, shit, da komm ich mit meinem Geschütz nicht dran. Bei der MiG oben oder wo sind die feinen Flieger? Ja, ganz, ganz, ganz oben. Du siehst die Flares ja bei der MiG 21. Ah, da. Jetzt habe ich gerade eine Rakete rausfliegen sehen. Und da auf der anderen Seite ist auch noch eine. Zu weit oben. Trottel, ey. Ich habe noch eine AGM. Und eine Sidewinder. Ich glaube, direkt vor mir ist was. Zwei Feinflieger sind noch drin. Zwei Sus. Eine SU hat einen Flügel kaputt. Die Frage, wo auf denen B geht gerade eine Rakete. Och, nur ein Hit. Ist so ein chinesischer Radpanzer. Ach, der hat mich natürlich gehört, ne? Klar. Ich dachte, dass er vielleicht irgendwas kaputt hätte, aber... Der hat den anderen auch noch bei B weggemacht. Scheiße. So, ich bin leer, ich flieg zurück zur Basis. Wir sind einfach zu wenig Leute. Scheiße, das ärgert mich, dass die AGM den Radpanzer nicht gekriegt hat, vernünftig. Ja, wenn der sich nicht auf mich konzentriert hätte, sondern hätte irgendetwas vielleicht kaputt gehabt, dann hätte ich ihn vielleicht weg machen können, aber der war komplett auf mich fixiert. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich jetzt bei B, bei A, bei C drin sein. Gehe ich stark von aus. Ach man, habe ich das schon wieder nicht gesehen, ey. Der Radwagen ist weg. Steht noch was anderes bei B drin. Scheiß KV, ey. Nice. Obwohl, ja. BMP ist auch weg. Wie viele Spawnpunkte hast du? Zu wenig. Okay. 1700. Okay. Oh Mann, was war das denn, Saab?
Genau, ich starte gerade wieder. Ach, 2S38, die campt C ab, ich fass es nicht. Wo steht der bei C? Direkt bei der Treppe Richtung B gerichtet. Die erste Treppe müsste hier vorne stehen. Ich fahre jetzt aber auch noch mal hin von meiner Position aus und hoffe, ja scheiße, kannst du A wegmachen? Ich bin noch 10 Kilometer weit weg, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Also ich werde jetzt auf C direkt gehen und werde versuchen, den rauszunehmen, wenn ich ihn erwische. Und außerdem hat er da genebelt. Bei A. Also A kriege ich auf keinen Fall. Scheiße, der hat sich bei C umpositioniert, glaube ich. Ja. Unmöglich, dass der Richtung B jetzt gefahren ist. Jo, ist er auch. So, natürlich, hat das nicht geklappt. Verdammte Scheiße. Er ist gleich weg bei B, aber mal verloren. Schade, schade, Schokolade. Ja, ich habe damit natürlich nicht gerechnet, dass bei C noch jemand C abkämmt. Ich dachte, der BMP, den ich da aus der Straße rausgeschossen habe, wäre von C gekommen. Deshalb war ich nicht vorsichtig genug. Ja, weiß nicht, willst du erst was essen oder? Ja, ah, ja, genau. Hier hinterher bedeutet meist für andere, die mir nachfahren, dass Stefan, wo fahren wir hin? Stefan, wo fahren wir hin jetzt? Stefan. Richtung Gegner? Okay. Was das klingt denn? Doch nach einem Plan. Ich fahre hinter Stefan hinterher. Ja, ich auch. Stefan ist doch gar nicht gespawnt. Doch, da. Stefan, oh, wir Stefan haben erstmal einen Striker. Nee, der Kung-Fu-Killer hat den Striker. Kung-Fu-Killer. Ich schieb mal hier den Chinesenpanzer an hier. Ich schieb den mal ein bisschen an der Front hier. Kriegen wir demnächst jetzt eigentlich auch hier in den Spielen Besuch von Handy-Gamern oder wie? Das wär's. Oh, der erste Panzer kriegt auf der Fresse. Jo, von der 2S38. Was ist das? Was Russisches. Ach, dieser komische Premium Pay-to-Win Panzer, ne? Ja. Oh, ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Ich seh ihn nicht. Wo ist er? Munitionslager um die Ohren geflogen. Ich seh ihn nicht. Kann ja, nicht reparieren, alles ist. Ne, das brennt doch aus, das macht nichts. Da ist ein Blow-Up drin, ne? So, da bin ich wieder. Sehr gut. Brauchst du Hilfe? Wie es geht. Ja, ist ein bisschen ausgebrannt, echt? Ja, ne, ich habe aber einen Munitionsgurt, glaube ich, verloren. Da kannst du mitleben. Ich habe noch nichts gesehen an Feind hier bis jetzt. Ich auch nicht. Wieso explodieren die hier alle und ich sehe nichts? Da ist was anscheinend. Da ist was anscheinend. Steh was? Ne, ist ein eigener. Scheiße. Geht hier auf eigene Balte. So weit ist das schon. Ja, da stehen fünf Fahrzeuge. Fünf Fahrzeuge stehen im B drin. B? Okay. Ich sehe hier vorne nicht mal eins, das ist das Schlimmste. Ja, schön Artillerie reinknallen da. Habe ich gerade schon, ich kriege hier mehr Hits. Habe ich auf dem Panzer noch nicht. Ich habe einen getrackt mit Ari da, mit B. Yay. Was ist das denn, Fallflieger? Su-25 in der Luft. Vorsicht.
Schieß was quer. Ich hoffentlich runter. Ich bin nicht sicher. Alter, wo ist der denn? Komm, zeig dich. Zeigt sich nicht. Spiel zerstört. Sehr gut, den haben wir schon mal. Das war wichtig, den habe ich auch anvisiert und geguckt, ob ich den. Ja, der hat nämlich auch ein Mate von uns hier ziemlich angeditscht hier. Kommt da nochmal rein oder fliegt er nach Hause? Hier kommt was, irgendwo links, linke Flanke ganz außen. Scheiße! Der kam mit dem Roykart wieder, der Arsch. Ganz links außen fährt ein Roykart, link am Wasser lang. Orion. Ja. Dieser dritte Drohnen los, ey. Der Karte. Ja, aber ich kann ihn noch nicht bekämpfen. Der Motor ist kaputt. Komm jetzt hoch, ich hoffe, der sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Der Motor ist kaputt. Ab hinten. So. Yep. Ne, er hätte sich drehen können mit dem Turm. Alter, kassiere ich hier gerade. Der Turms. Audio, linke Flanke wieder am Wasser. Ja. Geht doch nicht. Wir haben noch Gegner drin, ja, fast gar nicht mehr. Ja, ein paar noch. Ja, dann kann ich auch zum Spawn durchpushen, ne? Ich fahr mal Richtung A. Da komm ich mit. Wir sind ja mindestens ein oder zwei sind am Fliegen, das heißt wir haben nur noch ein, zwei, drei Panzer. Und eine Flak haben die noch. Ja, dann ist ja höchstens noch ein Kampfpanzer drin oder so. Und den habe ich hier irgendwo. Ja. Kritischen Treffer hat er gekriegt. Ist eine ZSU. Weg ist er. Gut. Ja, kommst du noch mal? Ob du schon in den Flak warst? Heli-Eigner, oder? Ja. Los.
tiefliegender Bölkow. Hui! Alter, eine Orion. Das gibt's doch. Ja, leck mir am Arsch. Die wollte bestimmt den Kurdi und ist dann auch in dich eingeschlagen. Ja. Bitte, Kurdi. Danke. Get down, danke. Mr. President Kurdi. Ein Ding, hä? Hol ich dann noch genüsslich. Da kommt nichts mehr, glaube ich, oder? Die sind am Fliegen, der Rest hier, oder? Oh, mein Kumpel hier schießt auf irgendwas. Hä? Er fährt zurück. Was hat er denn? Irgendwas schießt er. Dass ich das vorhin überlebt habe, da mit einem Kreuzfeuer. Erste Staffel, na siehste. Hätte ich eigentlich aktivieren sollen? Ich denke mal, ich kann es langsam mal aktivieren. Da hab ich hier mal raus, ich muss mal was zu essen machen. Ach so, ja okay. Wie lange haben wir denn? Warte. Halb sechs schon. Ja, gleich halb sechs, genau. Den würde ich mir aufbewahren, immer wenn du weißt, okay, du hast jetzt wirklich eine Stunde mal mit festem Team oder so. Ich wiese in den Wald. Oho. Du hast auch das. Ja. Das macht wirklich Spaß. Was man da, der Wiesel ist lustig. Definitiv. Und habe ich auch noch auf 11.3 mit. Ist das Flugabwehrwiesel? Nee. Das Tauwiesel. Genau, TOW-Wiesel. Welche Raketen hast du denn mitgenommen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, tatsächlich. Ja, er hat nur große Klappe, das nimmst du immer mit. Aber du hast es doch gerade ausgerüstet. Du siehst doch, welche Rakete du hast. Ich hab's, warte. Ich hab die 2A. Ah, okay, also nicht die Top-Down-Raketen. Genau, das sind die... Scheiße, ich hab's vergessen. Das heißt... Ich muss sagen... Doppelhohlladung? Ja, genau. Ich weiß nur, wie heißt es auf Englisch nochmal? Tandem Holland? Tandem, dankeschön, Tandem. Oder Tandem Shape Charge. Was ist denn auf, das für eine Scheiße? Ich fahre hier über die Brücke, bin auf der anderen Seite und als würde ich über irgendein unsichtbares Hindernis fahren, hätte mein Wiesel fast, hätte es ein Salto hingelegt. Ja, hier, die Kette, die Kante hier unten, die ist zu kurz für dich, wo ich drüber fahre. Musst du langsam drüber fahren. Wieso hat es an der Brücke überhaupt so eine Kante? Unverschämtheit, kann sie nur. Ich pack mal Ari. Nee, da nicht hin, da fährt der Feier rum. Ja, hier daneben in der Zwischending, das Zwischending stehen einige. Da geht gerade Ari in das Zwischending. Ich hab da was gerade markiert. Ich höre hier oben was. Der ist gekettet, der kurz vorm Cap. Der dreht übrigens gerade die Seite hier zu. Hier ist ein Gegner. Ja, ich push mal oder guck die Richtung. Mal. Noch sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn hier. Okay. Der ist aber auf mich jetzt gerichtet. Wenn du außen rum fährst, könntest du eventuell... Warte mal, oder? Kommt der? Fährt er? Hab ihn! Perfekt. Der Lappen ist echt durch eine Lücke gefahren, wo ich ihn beschießen konnte. Profi. Absolut. Laser Warning. Scheiße. Jetzt werde ich von drüben beschossen. Dreck. Nicht gut. Haben mich. Scheiß Centauro. Wo ist der gestanden? Bitte? Wo der gestanden hat? Ja, bei A, der wo gerade aufgedeckt wurde. Nee, hier ist einer bei mir. Höhe B im Wald unten. B im Wald. Ach, auf der Seite, Süden, okay. Südlich von da B. Okay. Da war einer, den habe ich gerade gesehen. Oh.
Ja, der war, Moment, wo hat er mich weggemacht? Der hat mich... Ja, da unten ist er markiert, oder? Ja, genau, das wird er sein. Ja. Hat sich wahrscheinlich ein Stückchen zurückgezogen. Ja, komm ich gerade nicht hin, ich bin am Fluss. Jetzt hat da einer so ein Panther so blöd gepackt, dass ich nicht vorbeikomme. Und da hatte ich auch einer. Ich könnte jetzt einfach mal... Zentaurer hat gerade einen Mitleidpanzer rausgenommen. Ja, und er hat sich zu weit vorgewagt. Der Mitleidpanzer ist direkt auf den Zentaurer draufgefahren. Warum fangen ist der... Ich sehe den scheiß Zentaurer aber nicht. Kommt irgendwie näher, aber ich sehe. War es was gespottet? Nee, das war kein Zentaur. Das war ein CV. Aber ist auch gut, ist auch tot. Ja, auch gefährlich. Nur ein Gegner, ein toter Panzer. Okay, da ist. Irgendwas blinkt dann noch. Ja, aber ich sehe. Ich kann nicht erkennen, der ist in dem Hügel noch. Wir haben noch eine Flak hinter ihrem Spawn. Okay. Hast du Angst vor einer Flak, Redrak? Panzer 4 F2 rückt vor. Als Wiesel schon, ja. Da ist ein Heli. Was? Wo? Dahin. Ja. Hinterm Spawn, sagst du? Ja. Ich sehe noch nicht den Heli. Oh, irgendwas... Also die Flak ist eine chinesische Flak, hat mich weggemacht vorhin. Ja, jetzt Nö, ist nicht mehr da. Perfekt. Siehst du den Heli immer noch? Ja, der fliegt gerade richtig runter, er macht gerade Ausweichmanöver. Ich hatte ihn auf dem Radar jetzt nicht mehr. Oh, ich werd hier gepusht gerade von anderen. Der Heli ist abgeschmiert. Centaur ist down, aber da ist noch irgendwas. Ja. Auf der Flanke. Yes. Die Flak ist mit dem Guter noch mal rein. Ah. Fiese Lache. Naja, Hauptsache nicht letzte. WMH! Radpanzer immer noch. Steht im Spawn. Naja, der ist ja auch schon auf ein paar Mal explodiert. Jetzt ist er weg, jawohl. Lassen wir auch noch was übrig. Das ist deren Spawn! Ja. Ich frag mich, wo kommen die denn alle her? Warum sehe ich deren Anfahrtsweg nicht? Ja, weil du im Spawn reinschießt. Spawncamper. Ist der, hä? Ah, da ist noch ein Flieger drin. Wo? Meiner. 275. Ihr seid beide in der Flak. Jo, da, ja, da, ich sehe ihn. Das wollte ich natürlich nicht, das Spawn-Campen. Natürlich. Ja, nee, ist klar, hätte ich jetzt auch gesagt. Eigentlich ist der Spawn weiter hinten, aber dann ist auch die Karte größer. Nö, der ist immer da. Ja, bei der größeren Karte ja nicht. Doch. So, mal gucken, wer ihn kriegt. Ich sag mal, ihr seid beide Nieten. Es ist über euch gerade ein Flieger drüber geflogen. Oh, okay. Nein. Ja. Jawohl, ich hab ihn erfolgreich abgedrängt. Ja, aber über euch ist ein feindlicher Flieger im Tiefflug drüber und keiner von euch hat es nicht gesehen. Oh Mann. Mir kannst du nicht die Schuld zuschieben. Ich habe kein Radar auf meiner Flak. Da ist alles Predrag für zuständig. Na danke.